Das vom Fernsehen mal mit da. Nee, ich meine jetzt nicht so, weil hast mir gar nicht zufrieden. So. Ach, und dann hat angerufen. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich kann nicht mehr schlafen. Das wüsste ich doch. Sie so, ja, vielleicht veräppeln sie sich. Dann hat er angerufen. Und am Abend hast du dann angerufen. Ich so, hi, selber. Ich dachte so, okay, entweder ich gratuliere mir jetzt und bin als Idiot da. Oder ich so, oh, nee. So, ja, Hassan, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Hat er gesagt? Und er so, oh, die bin ich cool. Stimmt gar nicht. So, okay. War der scheiße? Hä? War nicht scheiße, ne? Nee. Ja. Danke, ich bin schön, dass du noch dabei bist. Ja, ja, ja. Cool. Ah ja, und viele liebe Grüße von Frank an euch alle. Ja. Ach, oh, ich habe mit ihm mal telefoniert. Oh. Ich musste, ich konnte nicht. Das ist, jetzt er ist gerade weg. Morgen, ich bin gerade angekommen. Die Musik, ja? Deine Musik steht vor deiner Tür. Welche Musik? Ja? Darf ich in den armen Bereich rüber? Ich schätze, du weißt ganz genau, was das heißt. Boah, ich hab voll cool am. Ich weiß ich nicht. Weißt du wohl. Oder eine Pizza. Kann man nochmal zurückspringen? Ja, ich sollte ihm ausrechnen, dass die Müllsäcke vor der Tür stehen. Und das heißt etwas ganz Bestimmtes. Weil deine liebe Freundin hat was gefunden. Mhm. Deine liebe Freundin hat auch Nachricht von Hassan gekriegt. Mhm. Wo Caro was gesagt hat. Mhm. Und ich habe nie mehr zu dir gesagt, Bitch. Ich habe zu dir gesagt, dass du eine Schlampe bist. Weil Schlampen lassen nicht die Finger von jemandem, der eine Freundin hat. Ja, Bianca. Ja, du war lieber ruhig, ja? Ich? Ja, ruhig. Das sprich ist mich, was sprich mich jetzt gar nicht an. Ja, nee, ist in Ordnung. Wir leben hier zusammen, also. Zwar müssen aber nicht miteinander sprechen. Also könnt ihr heute mich gar nicht gerne erst an. Spinnen. Deine Freundin. Ja. Hat, aber das war das. Ich habe gesagt, also. Spinnen. Aber ich habe als Schlampe lasse ich mich hier schon mal gar nicht bezeichnen. Was auch immer mit einer Freundin zu Hause ist. Also. Caro hat, wie gesagt, nichts damit zu tun. Und wenn dann. Warum erzählt sie bitte Hassan, dass sie saumäßig verliebt in dich ist und alles dafür machen würde, dass die Beziehung zwischen dir Alex, und Hassan... Glaubst du, dass ich sowas zu Hassan gesagt habe? Glaubst du, wenn man Hassan herholen würde? Ja, dann hol ihn doch her. Bianca, hol ihn doch her. Und von dir lasse ich mich als Schlampe schon mal gar nicht bezeichnen. Ganz einfach. Ja, dann sagst du. Also wenn es so ist, dann ist es so. Du ziehst jetzt die gleiche Tour wie am Anfang ab. Lächerlich. Wir sind wieder da, um das Haus zu öffnen. Ja. Da habe ich überlegt, okay, die linke von der Kameraposition aus ist ja eigentlich die rechte von mir aus. Ist ja egal, komm ich erst. Schicksal! Sonst Neuigkeiten? Und deine Eltern auch, nee, und deine Schwester auch, und dein Bruder auch. Was? Hast du meinem Bruder auch verpasst? Ja, nur mit deiner Mama und mit deiner Schwester. Ja, ne? Ich halt auch nicht gerade. Ja. Aber ich sowas zu Hassan gesagt habe. Ich freue mich alle. Als ob ich sowas mit Hassan gesprochen habe. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, aber. Das ist doch Schwachsinn. Und deine Mama hat zu mir am Telefon gesagt: Tanja, nimm das Geld auf gar keinen Fall. Du musst da vielleicht überlegen, den kleinen Moment, aber sie nimmt es. Nee, ich habe gar nicht überlegen müssen. Ich weiß, ich habe sie gesehen. Nee, ich sag doch, wer so, okay. Ja, meine Mama das irgendwie gedacht, oh mein Gott, warum nimmt ihr Geld? Nee, sie wusste, du nimmst es nicht. Ja. Wenn du ja nur davon geredet hast, das Geiste für dich ist, einfach über diese Brücke zu gehen. Inwiefern? Klar, ist mein großer Traum, der ist in Erfüllung, gell? Ja. Ist doch ein Mädchen, klar. Das sind 10.000 Euro. Nicht. Könnt ihr alle stolz auf euch sein, dass ihr mich genommen habt? Ein halbes Jahr oder so. Ist auch nicht so viel aus, muss ich sagen. Ist da ein bisschen weniger, aber 10.000 sind 10.000 dran. Ach Quatsch, hast du drin? Hm? Hast du Extensions drin? Ja, weil die Friseurin am Freitag sich verschnitten hat. Wie ist das denn? Hier auch? Und hier. Nur hier und hier. Ah, also richtig geil aus. Viel besser als damals. Hast du ja bald wieder. Ja, danke an meine Friseurin, sie hat mich gerettet. Bianca! Ja, hallo, hast auch einen Friseur. Ich auch. Der hat nie Zeit, meine Haare zu schneiden. Nee, mach erstmal bei dir. Wir bauen eine Freundschaft auf und ja. Entweder die Freundschaft funktioniert oder sie funktioniert nicht. Und telefonieren halt oft miteinander. Wir haben auch manchmal dieselben Termine in Berlin, Smith und so. Alles easy. Alles, okay. Alles leicht, schon. Alles leicht. Danke. Ja. Ja. Also ihr seid jetzt hier. Ja, ey, aber es ist schon ziemlich krass, dass man draußen so alles sieht und hört.